warnt, immer wieder genannt wird. Deswegen, hier sehen wir sie schon, ist es natürlich spannend, Abend, ob sie da jetzt einen Bezug zu herstellen wird, ob sie was dazu sagen wird. Wir hören mal rein. SPD-Gremien des Präsidiums des Parteivorstandes. Norbert Walter-Borjans lässt sich leider krankheitsbedingt entschuldigen. Saskia Esken hat das Wort und im Nachhinein haben wir Fragen. Zeit für Ihre Fragen. Dankeschön. Guten Tag, auch von meiner Seite ist noch ziemlich hell für guten Abend, das stimmt wohl. Wir haben gestern Abend, da war es aber dunkel, beim zweiten TV-Triell einen wirklich überzeugenden, einen souveränen und kompetenten Olaf Scholz erlebt. Das haben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer so bewertet. 41% der Befragten halten ihn für den klaren Sieger des TV-Triells des zweiten. Olaf Scholz hat gezeigt, dass er die Kompetenz, dass er die Erfahrung besitzt, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft Deutschlands stellen zu können. Er hat auch gezeigt, dass er dafür einen Plan hat. Den muss er nicht heute vorstellen. Diesen Plan haben wir im März der Öffentlichkeit und Ihnen auch vorgestellt. Das ist unser Zukunftsprogramm. Da geht es um wichtige Zukunftsmissionen für Deutschland, wie den Stopp der Klimakrise. Es geht um Respekt für Arbeit, um bezahlbare Wohnungen, stabile Renten, nicht zuletzt auch um die Stärkung der Familien, die Überwindung der Kinderarmut. Armin Laschet hat sich gestern Abend gegen eine Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen, damit gegen eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte in Deutschland. Respekt auf dem Arbeitsmarkt scheint für die Union keinerlei Bedeutung zu haben. Armin Laschet hat keinen Plan für Wohnen und Mieten, eines der drängendsten Probleme für viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Seine Unionsfraktion im Bundestag weigert sich, das wissen Sie, die Kosten einer klimaunfreundlichen Heizung zwischen Vermietern und Mietern gerecht aufzuteilen. Soziale Gerechtigkeit beim Klimaschutz scheint für die Union keinerlei Bedeutung zu haben. Armin Laschet hat auch keinen Plan für die Stabilität der Rente. Er will eine Kommission damit befassen. Auch bei der Bekämpfung der Klimakrise sieht er nicht den aktiv gestaltenden Staat in der Pflicht, sondern er will den Stopp der Klimakrise alleine der Wirtschaft überlassen und damit die Wirtschaft auch alleine lassen. Nicht zuletzt hat Armin Laschet gestern erneut sich nicht klar von Hans-Georg Maaßen distanziert. Nicht mal in den eigenen Reihen zeigt er klare Kante gegen rechte Umtriebe. Diese Flanke der Union bleibt also schmerzlich offen. Bei der SPD gibt es da schon alleine aus unserer Geschichte raus kein Wackeln und kein Lavieren. Die klare Kante gegen rechts ist uns in die Wiege gelegt und war immer Teil auch unserer Grundwerte. Wenn die Wählerinnen und Wähler sich für die SPD entscheiden und für Olaf Scholz, wenn wir mit Olaf Scholz eine Regierung anführen, dann erhöhen wir den Mindestlohn auf 12 Euro. Das kommt vor allem Frauen und Beschäftigten im Osten, in Ostdeutschland zugute. Dann sorgen wir für eine stabile Rente, für die Bürgerversicherung in Pflege und Gesundheit und für bezahlbares Wohnen. Und wir machen den Staat zu einem starken Akteur im Kampf gegen den Klimawandel und unterstützen sowohl die Industrie als auch die Gesellschaft bei den Veränderungen, die dafür anstehen. Alle sollen mitmachen können und keiner bleibt zurück. Die Neuinfektionen bei Corona, auch darüber haben wir gesprochen, sind erfreulicherweise leicht rückläufig. Umso mehr will ich die Impfwoche noch mal zum Anlass nehmen, an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich noch nicht haben impfen lassen, zu appellieren, bitte lassen Sie sich impfen. Sie schützen damit sich selbst und Ihre Liebsten vor einer potenziell schwerwiegenden Erkrankung, insbesondere die, die sich noch nicht impfen lassen können, die Kinder. Vielen Dank. Wir haben jetzt Zeit für Ihre Fragen. Herr Reinicke. Wie lange war die Sitzung, die Gremiensitzung? Und waren das alle Themen, die Sie gerade erwähnt haben, über die Sie heute gesprochen haben, sonst nichts? Wir haben über die verbleibenden 14, 13 Tage des Bundestagswahlkampfs und über die verschiedenen Programmpunkte, die noch anstehen, die öffentlichen Veranstaltungen gesprochen. Wir haben uns gegenseitig berichtet von den Veranstaltungen, die wir erleben, wie wir an Wohnungstüren und bei Infoständen, welches Feedback wir dort bekommen. Sehr viel positives Interesse, das uns entgegenschlägt. Das macht uns alle froh, denn wir stellen fest, dass die Themen, nach denen wir dort gefragt werden, dass es eben genau die Themen sind, die den Menschen unter den Nägeln brennen, mit denen die SPD auch in den Wahlkampf gegangen ist, die ich anfangs in meinem Statement vorgetragen habe. Herr Hansen. Frau Esken, zu diesem Zeitpunkt bereitet sich die Partei in der Regel ja auch auf Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen vor. Wie wird es am Wahlabend sein, wenn es rechnerisch reichen würde für die SPD, für eine Ampel, R2G oder auch andere Bündnisse? Wird man dann Sondierungsgespräche mit allen Parteien, allen möglichen Koalitionspartnern verschiedener Koalitionsmöglichkeiten reden? Oder wird man das von vornherein einschränken?
Wir bereiten uns jetzt mal auf einen Wahlabend vor, der von Fröhlichkeit gestaltet sein wird. Wir haben noch 13 Tage dran zu arbeiten, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass wir die richtigen Konzepte haben und dass wir einen Kanzlerkandidaten haben, der dieses Land führen kann, so wie er es gestern Abend gezeigt hat. Da legen wir jetzt noch mal alle unsere Arbeit hinein und nach der Wahl werden wir uns dann mit den Themen beschäftigen, die Sie angesprochen haben. Nachfrage? Trotzdem Nachfragen. Gibt es denn, werden bei den Sondierungen einzelne Parteien ausgeschlossen oder werden alle möglichen Koalitionspartner wirklich zu Sondierungen eingeladen, wenn überhaupt das Einladungsrecht bei der SPD liegt? Die SPD wird ganz klar keine Gespräche mit der AfD führen. Die Dame, bitte. Meine Frage ist, wenn die SPD den Kanzler stellen, was wird mit der schwarzen Null in der Finanzpolitik geschehen? Die schwarze Null in der Finanzpolitik ist ja in keinem Gesetz und auch schon gar nicht in der Verfassung festgeschrieben, sondern dort steht die Schuldenbremse beschrieben. Wir stehen ganz klar für wichtige Investitionen in die Zukunft in Deutschland. Das ist dringend notwendig in der Bildung, in der öffentlichen Infrastruktur. Wir haben marode Straßen und Brücken. Wir haben Kommunen, die wichtige Infrastrukturentscheidungen zu treffen haben. Wir haben aber natürlich vor allem auch die Klimakrise zu überwinden und wir haben die Digitalisierung zu gestalten, wo auch Infrastruktur bei weitem noch in Deutschland fehlt. Deswegen werden Investitionen eine wichtige Rolle in dieser Region spielen. Herr Doll. Frau Esken, Sie haben die Causa Maaßen angesprochen. Es gibt derzeit in Thüringen in diesem Wahlkreis eine Debatte darum, dass auch andere Parteien mit ihrer Erststimme auf Frank Ulrich umschwenken, um in ein mögliches knappes Rennen zugunsten der SPD zu entscheiden und nicht für Herrn Maaßen. Wie finden Sie das, wenn mehrere Parteien oder inwieweit begrüßen Sie es, wenn mehrere Parteien eine Erststimmenkampagne für die SPD fahren würden? Ich finde das eine gute Entwicklung. Das ist in anderen Wahlkreisen auch schon zugunsten anderer demokratischer Kandidierender gemacht worden, um eben genau zu verhindern, dass ein rechtsradikaler Kandidat in den Bundestag kommt. Das ist eine gute Zusammenarbeit der Demokraten. Herr Szymanski. Frau Esken, guten Tag. Könnten Sie sich eine große Koalition unter Führung der SPD vorstellen? Es geht an der Stelle jetzt nicht um meine Fantasien, schon gar nicht um meine Fantasie heute, sondern wir haben in den nächsten 13 Tagen noch ein bisschen Arbeit vor uns, einen vollen Terminkalender mit sehr, sehr vielen Podien, mit sehr vielen Veranstaltungen, öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen, aber auch nochmal den Gang an die Wohnungstüren, das Gespräch mit den Menschen, um möglichst viele davon zu überzeugen, dass die SPD und dass ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz die Stimmen verdient haben, auch unsere Kandidierenden, diese 299 sehr, sehr engagierten Männer und Frauen, die jetzt für uns kandidieren, für die werben wir jetzt nochmal 13 Tage lang und dann sprechen wir über weitere Konsequenzen. Nicole Konert von der ARD. Soweit also die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die natürlich in ihrem Statement heute an diesem Mittag Kritik übt an Armin Laschet nach dem TV-Triell gestern, was ja Olaf Scholz aus Sicht der Wähler gewonnen hat. Wir wollen das einordnen mit Heike Böse, die für uns ebenfalls in Berlin steht. Heike, da hat sich Saskia Esken eigentlich, wie man das auch erwarten konnte, jetzt nicht wirklich in die Karten gucken lassen, also keine Gespräche mit der AfD. Das war ja auch im Vorfeld klar, aber die viel diskutierte Koalition mit Grünen und Linken, da wollte sie jetzt nichts zu sagen. Naja, das würde mich auch sehr überraschen, wenn Saskia Esken dazu jetzt ein klares Ja oder klares Nein geben würde. Beides wäre kontraproduktiv. Dass ein Nein von ihr kommt, das ist ohnehin nicht zu erwarten. Sie ist ja eine ausgewiesene Partei Linke, aber ein klares Ja würde ihr jetzt natürlich auch insofern schaden, weil der Kanzlerkandidat ja seit Wochen und Monaten versucht, diese Frage immer wieder zu umschiffen. Olaf Scholz stellt ganz klare Bedingungen für eine Koalition und diese Bedingungen machen eigentlich eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei fast unmöglich. Aber auch er sagt, er schließt nichts aus. Zum einen natürlich, um die anderen Parteien in möglichen Koalitionen und vorweg Sondierungen
ja, denen zu sagen, ich habe viele Möglichkeiten. Eine davon wäre theoretisch auch ein Bündnis mit der Linkspartei. Bedenkt das, wenn ihr eure Forderungen für eine Sondierung oder Koalitionsverhandlung mit der SPD aufstellt? Und zum anderen ganz klar, will er auch nicht die Partei Linke der SPD total vor den Kopf stoßen. Auch die braucht er noch in den kommenden 2 Wochen, denn auch für die SPD ist das Rennen noch lange nicht entschieden. Wir haben gestern das Triell gesehen. Ja, das hat in den Augen der Zuschauer Olaf Scholz gewonnen, aber der Abstand zwischen ihm und vor allem Armin Laschet ist geschrumpft. Da ist der CDU-Kanzlerkandidat wieder rangekommen. Noch nicht bedrohlich für Scholz, aber der Abstand ist eben enger geworden. Und man muss auch sagen, es sind noch 2 Wochen. Und wir haben ja in der vergangenen Woche gesehen, da gab es die staatsanwaltschaftliche Untersuchung im Bundesfinanzministerium. In 2 Wochen kann einfach noch unglaublich viel passieren. Und da darf die SPD jetzt nicht vorzeitig siegesgewiss sein. Da müssen die einfach jetzt kämpfen und ansonsten sich klug verhalten. Alles noch offen. Dankeschön, Heike Böse, für die Einordnungen aus Berlin. Genau den Punkt greifen wir nochmal auf mit Heiner Bremer in Hamburg. Diese Untersuchungen, Durchsuchungen, werden die Olaf Scholz nochmal auf die Füße fallen können? Zumindest war es ja das, was sich Armin Laschet da gestern Abend auch primär rausgepickt hatte, ja auch heute jetzt in seinem Statement eben, um Olaf Scholz zu attackieren. Naja, es zeigt schon die gewisse Verzweiflung, die die CDU gepackt hat, denn auch Armin Laschet hat ja nicht belegt, dass diese Ermittlung, diese Untersuchung gegen den Finanzminister, gegen Mitarbeiter in seinem Haus gehen, sondern dass es darum ging, etwaige, sagen wir mal, Mitarbeiter des Zolls, die Geldwäsche verschlammt haben oder die Ermittlung verschlammt haben, ob man die hapert machen kann durch Hinweise, die man im Finanzministerium findet. Wenn es dabei bleibt, dann hat Scholz natürlich wenig zu bedenken und dann immer davon zu reden, seine Aufsichtspflicht. Ich will keine anderen Vergleiche stellen, ich will nur sagen, hat Armin Laschet die Aufsichtspflicht vernachlässigt beim Polizeieinsatz, der jetzt rechtswidrig erklärt ist, gegen dann im Hambacher Forst? Nein, das sind doch wirklich nur noch Verzweiflungstaten. Was ich glaube, Saskia Esken hat jetzt jedes Wort auch deshalb bedacht, weil sie natürlich weiß, dass alles, was sie sagt, sehr genau analysiert wird. Gibt es Hinweise irgendwelcher Art darauf, dass wenn die Wahl durch Scholz gewonnen wird, dann nicht Scholz bestimmt, was geschieht, sondern eigentlich die Parteiführung? Und dadurch ist nicht nur Rot-Rot-Grün gemeint, da ist vor allen Dingen gemeint, wir müssen alles tun, damit Bedenken der FDP in eine Ampelkoalition zu gehen, im Keim erstickt werden. Und ich glaube auch, dass die SPD nicht so dumm sein wird, nach einem Sieg mit Scholz plötzlich einen ganz anderen radikalen Linkskurs zu machen, als den, den er jetzt angedeutet hat. Heiner Bremer, danke schön für diese aktuellen Einordnungen.